Heute grüße ich Sie ganz herzlich von der Orgelbank. Ich habe Ihnen einen kleinen musikalischen Gruß mitgebracht, zu dem ich Ihnen aber zunächst eine kleine Geschichte erzählen möchte. Meine Frau und ich haben, seitdem wir verheiratet sind, so einen kleinen Spleen, wenn wir ein neues Auto oder ein neues Autokennzeichen brauchen. Wir suchen ein Kennzeichen aus, das als Zahl eine Nummer von einem passenden Lied aus dem Gesangbuch hat. So hatten wir zum Beispiel schon die Nummer 329 im Gesangbuch, das Lied "Bis hierher hat mich Gott gebracht". Oder die Nummer 361, "Befiehl du deine Wege". Auch andere Nummern wären sehr passend. 648, "Wir haben Gottes Spuren festgestellt". 589, "Kehret um, kehret um". Oder auch 346, "Such, wer da will, ein ander Ziel". Als ich im letzten Jahr für meinen regelmäßigen Weg von Lemgo nach Halle ein Auto und somit ein neues Kennzeichen brauchte, habe ich mich für die Nummer 395 entschieden. Im Gesangbuch findet man unter dieser Nummer das Lied "Vertraut den neuen Wegen". Dieses Motto fand ich sehr passend für meinen neuen Berufsanfang in Halle. Aber ich denke, auch in der jetzigen Situation passt das ganz gut. Auch wenn wir das Haus kaum verlassen dürfen, so gehen wir doch trotzdem neue Wege. Im Ablauf des Alltags, in der Kommunikation untereinander, auch mit diesem YouTube-Kanal. Das Lied will uns Mut machen, diese Wege mit Gottvertrauen zu gehen.